Ein Gute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte euch heute den dritten Teil der Serie Meine anderen Hobbys vorstellen. Wie man sieht, wieder in meinem Hobbyraum. Ich versuche das wirklich ganz kurz runterzubrechen, weil das ist ein Hobby, das geht ins Wahnsinn. Und ihr kennt mich, ich kenne mich selber, wenn ich da einmal mit sich festgebissen, mit einem Gelabere, höre ich nicht mehr auf. Deswegen, bevor ich hier 2, 3, 4 Teile mache oder den komplett von Hundertstel ins Tausendstel komme, versuche ich es so weit runterzubrechen, einfach mal zeigen. Ist für mich schon schwer, weil ich gerne erkläre. Ja, der Erklärbär ist wieder unterwegs. Aber ich probiere es. Notfalls schneide ich raus. Plan B. Zu dem Hobby, wie bin ich zu dem Hobby gekommen? Das ist eigentlich eine einfache Sache. Ich war 2010, war ich zweimal im Krankenhaus. Wegen meinen Händen, da sind die Nerven nämlich drin kaputt. Deswegen mache ich auch sehr oft, also irgendwie habe ich mir das angewöhnt, bei den beiden Händen, ich hoffe, ich sage es richtig, sind die Ulnarisnerven kaputt. Und in der Ergotherapie, da nochmal an den Marco, vielen Dank an alles, was du für mich geleistet hast, war wirklich top. Und der hat mal gesagt, mach mal was für dich, such dir mal, was wolltest du schon immer machen und mach das einfach mal. Da habe ich gesagt, ja gut, das ist richtig, ich wollte schon eigentlich immer mal Gitarre spielen können. Ich fand das toll, wenn da meine Kollegen, die haben da die Klampe rausgeholt und was hast du, was gibst du. Und ich fand das immer toll. Und dann habe ich wirklich angefangen im Jahr 2010 ebenfalls. War das 2011? Nee, 2010. Meine ich, oder 11? Nee, 2011 war es. Und habe ich wirklich in dem Alter nochmal mit, kann man sagen, Ende 40 dran gemacht. Ich habe Gitarrenunterricht genommen. Und zwar bei einem wirklich fantastischen Gitarrenlehrer, wo ich wirklich sagen muss, der, lieber Mann, der hat es echt drauf gehabt, nochmal in dem Augenblick, falls er es sieht, Sebastian, vielen Dank nochmal für das, was du mir da angetan hast, weil er hat gefordert, aber auch viel gegeben. Ja. Gut. Jetzt, wo ihr wisst, dass es Gitarre ist, würde ich sagen, ich fange nur mal ganz kurz an. Ich zeige euch mal. Ja, die Gitarren, nee, die mache ich am Schluss. Die mache ich am Schluss. Ich zeige euch mal das Equipment, was ich mittlerweile habe, weil es bleibt ja meistens nicht bei einer Akustikgitarre. Man legt ja irgendwo zu. Man will ja ein bisschen was anderes ausprobieren. Und ja, ich würde sagen, ich mache mal kurz die Kamera ab. Und dann geht es mit dem Handgefilme weiter. Es könnte ein bisschen wackeln hier und da, aber ich gehe von aus, macht euch nicht viel aus. Hoffe ich mal. Ja, gut. Würde ich sagen, ich hole die Kamera und wir fangen an. So, und zwar haben wir unten erstmal meine Bodendrähte für die Elektrogitarre. Da haben wir hier einmal, wo ich zwischen den beiden Kanälen, weil ich habe in von Fender den Transistor, keine Röhrenverstärker, ein Amp, und da habe ich halt, wo ich die beiden Kanäle hin und her switchen kann. Den habe ich noch, bevor ich den Verstärker hatte, das ist ja mein Overdrive und mein Wawa von Vox. Da haben wir dann noch meine Kiste. Da ist da wirklich alles Mögliche drin. Da ist noch von Zoom ein G3, so ein Multi-Effektgerät drin. Da sind Kabel drin, eine Kiste mit Ersatzteilen wie Plex, Seitenschneider, Stimmgeräte, Kabel noch, also Stromkabel. Da ist alles Mögliche drin. Ja, und dann gehen wir mal nach oben. Und dann haben wir, oh Gott, jetzt wird es eng, das muss ich mal zusehen. Ja, so kriegen wir. So, und zwar, das ist mein von der Firma Fender, der Champion 100. Dieser Transistorverstärker leistet 100 Watt, hat zwei 12 Zöller
Lautsprecher drin, wie man dann hier oben auch sieht. Das ist der erste Kanal und hier sind wir auf dem zweiten Kanal. Die Firma, alle möglichen Kabel dran. Hier haben wir so einen kleinen Glücksbringer mit dran gehängt, das war mal so ein Bleck. Und da ist dann drauf, da haben wir da einer, kann man sagen, mein Lieblingsgitarrist. Und vor allen Dingen mit meinem Lieblingsmitglied von KISS. Jeder, der mich da, hat schon öfters gesehen, dass ich da ein KISS-T-Shirt anhabe. Und das ist halt, Ace Frehley ist für mich doch der Mann. Drüber habe ich noch einen Verstärker. Ebenfalls von der Firma Fender. Und zwar ist das ein Bassverstärker. Da muss man mal oben drauf gehen. Ja, da hat hier oben die Knöpfe, Anschlüsse und so weiter und so fort. Da hängt ein Fuß rum, warum auch immer. Ach so, nee, weil es gut aussieht. Hi. Scherz beiseite. Ja, das sind schon mal die Verstärker, die ich eigentlich habe. Und aber der da, der Champion 100, der sage ich mit am meisten gebraucht. Bass, naja. Hin und wieder mal sehr gerne. Einfach mal ein bisschen Abwechslung. Ja, dann gehen wir hier neben, haben wir dann den Gitarren-Kickback hängen. Für meine E-Gitarre. Da drunter der Kickback für den Bass. Für meine Akustikgitarre habe ich momentan einen Koffer, aber den habe ich jetzt, sehe ich gerade, nicht hier. Der steht im anderen Zimmer. Ich hole ihn auch nicht extra. Es soll nur mal ganz kurz angerissen sein, damit ihr ungefähr wisst, was ich meine. Dann schauen wir hier nochmal. Da haben wir natürlich einen Notenständer und der Fuß mit da. Lacht nicht. Ja, humorloser Vogel. So, da haben wir hier nochmal ein Stimmgerät rumliegen. Das ist von der Firma Korg. Das ist ein Ersatzstimmgerät. Hier habe ich noch ein Kapodaster rumliegen, was da unten in der Kiste auch noch drin ist. Hier habe ich mir das mal geholt. Das fand ich eine ganz schöne Sache. Das ist von der Firma Fender. So und so und so. Ja, so und so. Und sitzt da kann man sich richtig schön. Achtung! Wie, der dreht sich so schön. Da kann man, ohne aufzustehen, einfach mal rumdrehen. Man kann sich hier und da, das finde ich schon mal klasse. Gut, dass er natürlich jetzt hier so blingi-blingi überall hat, habe ich jetzt nicht auf dem Foto gesehen. Aber im Nachhinein, ich finde es toll. Tolle Sache. Ja, und da können wir quasi auch schon zu den Instrumenten kommen. Ja, bevor wir zu den Instrumenten kommen, muss ich eins zu sagen, also ich werde euch verschonen, ich werde nicht drauf rumklimpern, nicht klampfen, überhaupt nichts, weil ich habe dieses Hobby eigentlich für mich alleine. Also ich habe noch nicht mal meiner Frau was vorgespielt, aber ich mache das halt, wenn ich für mich alleine bin, ich habe mal Lust drauf, einfach mal die Gitarre zu nehmen, mal zu spielen. Ja, und das ist eigentlich so ein Ding für mich. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht passieren könnte, dass ich mal irgendwann mit jemandem zusammen spiele. Ich würde sagen, das wird bestimmt passieren, ist auch natürlich während der Gitarrenunterricht auch natürlich, haben wir mit mehreren Leuten zusammen gespielt, was auch toll war. Also es hat schon Spaß gemacht, man sieht, wie das harmoniert, ich war mehr so der Rhythmusgitarrist, obwohl ich mich jetzt so ein bisschen auf Pentatonik verlagere. Und so ein bisschen im Stil von Ricky King. Aber ein bisschen, weil so wie der das hinbekommt, werde ich es nie hinbekommen. Habe ich gar keine Chance. Aber ja, mir macht es Spaß. Ich habe dann so ein paar Lieder schon, die ich darauf wirklich sehr gut runterspielen kann. Und das ist mir eigentlich momentan für mich persönlich, das reicht mir. Wie gesagt, aber soll niemals nie sagen. James Bond sagte schon, never say never again. Es kann jederzeit passieren, dass ich mir doch das Ding mal schnappe, sage, komm her, ab in den Kickback, verstärke den Kofferraum und los geht's. Wir machen mal was zusammen. Wir machen mal eine schöne Sitzung. Ist alles möglich. Ja,
Hier stehen sie. Eine fehlt sogar, aber die nehme ich ohnehin, kann man sagen, überhaupt nicht mehr. Da brauchen wir es auch nicht unbedingt zu zeigen. Ich hatte es mal kurz, ja, eigentlich, nee, warum soll ich sie holen? Es geht ja nur ums Hobby und nicht, was man da alles, ja, vergisst. Ich sage euch meine Gitarren mal. Ja, und hier haben wir meine allererste Gitarre. Das ist, wie man unschwer erkennen kann, eine Akustikgitarre. Eine Western-Gitarre. Ist ohne Verstärkung, also wirklich eine rein Akustikgitarre. Der Black, ja, ist von der Firma Crafter. Die ist aus Südkorea. Hier oben das Stimmgerät. Hier das Capodaster. Wie nannte mein Gitarrenlehrer so schön das Capo? Das ist die Klemme der Schande. Ja gut, ja, für ihn war das halt ein leichtes. Sämtliche Griffe als Barré umzusetzen, natürlich wenn man Hände Probleme hat, ist man froh, wenn man so ein kleines Helferlein hat. Ja, wie gesagt, das war mein allererste und das ist auch die, die ich, glaube ich, am meisten liebe. Ich finde die so toll. Und vor allen Dingen, die ist für mich, ja, eigentlich, was ich eigentlich immer haben wollte. Das ist ein tolles Teil. Früher, wie gesagt, haben die alle irgendwo so eine Akustik gehabt und haben losgelegt. War für mich klar, ich brauche auch eine. Ja, und das ist sie. Schönes Teil, ich liebe die unglaublich. Vielleicht irgendwann, wenn ich mal andere Gedanken habe, lasse ich mir so umrüsten auf Elektro, das ist machbar. Dann kommt hier oben ein Schlitz rein. Da wird dann das Bedienelement eingebaut. Hier kommt ein Tonabnehmer rein. Und hier unten, wo der Nupsi ist, kommt ein Ding, wo der Stecker reinpasst, der Gitarrenverstärkerstecker reinpasst, rein. Ja, das zu der. Meine zweite, meine Elektrogitarre, das ist von der Firma G. Du grad mal, lass ein bisschen weg. Von der Firma G&L, eine Legacy. Und zwar, wie man hier sieht, schön in Naturerle mit Rotschildblatt und schwarzen Single Coils und Humbucker, Tremolo, 5-Wege-Schalter. Ah, schon ein tolles Teil, also gefällt mir richtig gut, die Stratocaster. Ja, wenn man hochgeht, Black natürlich, der Headstock. Das hat ein anderes Stimmgerät, wie man sieht. Das ist schon ein sehr hochwertiges von der von Polytune. Da sieht man es. Ja, und da sollte man sehr drauf aufpassen, weil wenn man das nicht sehr im Auge hat, ist auch sehr gerne sehr schnell verschwunden. Ist leider Gottes so. Ja, und das ist halt auch eine Gitarre, die habe ich mir damals, hat das in der Gitarrenschule, also im Unterricht jemand verkauft. Und da habe ich zugeschlagen, weil ich fand die wirklich toll. Mittlerweile habe ich meine Akustik sowie die Gitarre anpassen lassen, auch für meine Bedürfnisse natürlich. Und zwar im Musikhaus oder Musikcenter Schönau, wo ich auch beide Gitarre herstammten. Das ist ein Musikhaus in Gießen. Und ich muss sagen, ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Teil. Richtig schöne Gitarre. So, und als letztes habe ich meinen Bass. Das war eigentlich mehr wegen so einer Anschaffung, weil ich wollte mal ein bisschen was anderes wie Gitarre machen. Und das ist jetzt, ach, gerade mal wegnehmen den Gurt. Ist auch jetzt nicht so ein hochwertiger Bass. Ist eigentlich so ein, ja, ich sag mal, wo es viele sagen, das darf man sich nicht kaufen. Aber das war so ein, bei der Firma Thomann, ein, ich will nicht sagen, ein Angebot kann man nicht sagen, aber das war halt so ein Pack. Da war der Verstärker, der Bass, der Gigback, war alles mit drum dabei.
Ja, er ist eigentlich in Ordnung für meine Zwecke. Ich muss halt nur mal die Seitenlage etwas anpassen, weil die ist nicht ganz so optimal für mich. Ja, aber wir tun gerade mal hochfahren. Ah, ich fand die Farbe schön. Kann man die sehen? Da. Ach, richtig tolle Farbe. Also dafür, dass das, sagen wir, quasi die Billigmarke der Firma Fender ist, da sieht man Squier by Fender. Da sieht man, was es für ein Bass das ist. Aber nochmal Fender. Nein, ist nicht wahr. Nicht Fender. Das ist, ach, wie heißt dann? Alif. Ich schaue gerade nochmal nach hinten. Ich habe mein Handy hier liegen, wie der genau heißt. Das ist diese Ausführung, wie hat es falsch gesagt? Ist der Name dieses Basses halt. Ja, und wie gesagt, wenn das alles nicht so stimmt, was ich jetzt gesagt habe, gerade in Bezug Bass, dann bitte verzeiht es mir, weil ich habe nicht so viel Ahnung von Bass. Ich nehme halt einfach mal sehr gerne einfach nur drauf rum. Das ist für mich einfach so und so und so und ja. Was ich halt einfach so mal nebenher zum Gitarrenspiele mal mache, als Abwechslung, wo ich mir sage, okay, das ist schön. Das passt, das gefällt mir. Ja, damit sind wir durch. Ich hoffe, es war nicht ganz so trocken und so langweilig. Gerade Thema Gitarren, wenn man da das Leuten irgendwo näher bringen will, ist es sehr schwierig, wenn man nicht ins Detail oder wenn man ins Detail geht, dass die Leute das irgendwo ja langweilig finden. Oder jetzt, wenn Leute sich mit Gitarre auskennen und haben, wie gesagt, mit Gitarre selbst weitaus mehr Ahnung haben wie ich. Also ich habe hier nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern es ist wirklich, es gibt Leute, die sind so fantastisch drauf. Ich sehe mir die Kanäle auch an. Also das ist schon, das ist Hammer. Also die haben ja ihre Fachbegriffe, die ich bestimmt heute mehrfach falsch ausgesprochen habe, falsch benutzt habe, garantiert. Aber ja. Das ist halt mein Wissen über dieses Hobby. Und ich würde sagen, momentan für das, was ich mache, reicht es eigentlich. Ich habe noch mal nachgeguckt, was da oben drauf stand, weil ich habe, ach, meine Brille lässt langsam ein bisschen nach, ich konnte es nicht lesen. Ich muss nur mal kurz hier Handy, das nennt sich Affinity. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn ich zeige es kurz noch mal. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Da. Ich hoffe, es heißt richtig. Affinity. Freie Affinity BG Bass Pack BSB. Gut, beim Thomann nicht mehr im Sortiment. Glück gehabt. Gut, ich habe ihn ja auch schon 2 Jahre. 2 Jahre habe ich den Dicke schon. So, Handy weg. Ja, das war es eigentlich im Prinzip mit meiner dreiteiligen Serie. Ich hoffe, es hat euch ein klein wenig Spaß gemacht. Ihr konntet was irgendwie einen Einblick in meinen Leben mit den anderen Hobbys nehmen. Ich hätte noch 2 Stück zur Auswahl gehabt. Vielleicht eventuell, wenn ich gut drauf bin oder mal denke, ja, komm her, das könnte man noch mal zeigen. Aber eher wahrscheinlich nicht. Ja, es freut mich, dass ihr wirklich zugeschaut habt. Eure Kommentare waren klasse, egal bei welchem Hobby. Das eine bleibt uns ja, beziehungsweise bleibt mir auf meinem Kanal erhalten, weil das werde ich mit reinnehmen. CB-Funk-Hobby, weil das erste Video für CB-Funk, also das richtige Hobby, das richtige Hobby, ja, das richtige Video wird am 2.4., werde ich das auf der Bergstation oben drehen, weil da ist die Funkstaffel und mal sehen, das wird dann die Woche drauf oder wie auch immer, schaue ich mal nach, stelle ich es online. Ja. Dann bedanke ich euch fürs Zusehen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch auch Lust und tut auch mal seine Hobbys vorstellen, die er noch hat. Würde mich sehr freuen, weil das ist mal so eine schöne Sache zu sehen. Was macht der Mensch noch vor der Kamera? Außer draußen rumlaufen und Bushcraft und Outdoor und Hiking und alles Mögliche. Deshalb habe ich auch damals meinen Namen etwas geändert in Outdoor Hiking and More, weil ich weiß, Outdoor, wie ich es mache, ist halt auf Dauer auch ein bisschen langweilig.
Ich bin halt draußen, ich laufe in den Wäldern rum, überwiegend auf Wegen. Und es ist ja eigentlich quasi Anführungszeichen, will ich sagen, immer dasselbe, aber es ähnelt sich alles etwas. Und da habe ich mir gedacht, komm her, mit der Serie schmeiß mal was rein, was vielleicht ein bisschen anders da ist. Und vor allen Dingen, ich nehme vielleicht das Hobby mit dazu, wo man sieht auf dem Kanal, es ist was anderes auch noch los. Also auch and more. Damit halt die Leute sehen, ich habe nur was anderes außer Outdoor and Hiking. Ja, das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Freitag, ein hoffentlich schönes Wochenende. Ich gehe von aus, ich werde das Video heute noch hochladen und bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch was. Bis dann, man sieht sich. Tschüss, macht's gut.